In diesem Video wollen wir uns ganz explizit über die Ablegereife des Gurtes einen Kopf machen. Und zwar ist das wohl Wichtigste das Etikett. Ist das nicht mehr dran, ist der Gurt per se ablegereif. Ansonsten können wir schon alleine auf dem Etikett wahrnehmen, wann wurde der Gurt hergestellt. Und es ist zum Beispiel so, dass nach 5 Jahren tatsächlich kritischerweise geschaut werden muss, ob er nicht sowieso schon ablegereif ist, obwohl er beispielsweise auch neu ist, weil er schlichtweg von seiner Materialzusammensetzung zu hart geworden ist und sich nicht mehr für den Einsatz lohnt. Darüber hinaus, auch hier wieder einmal gucken, ist der Haken nicht zu weit geöffnet, liegt Korrosion vor, und dann schauen wir, ob der Gurt von seinen Fasern her in Ordnung geht oder irgendwo starke Mängel und Beschädigungen auftreten, ob er eingerissen ist. Solche Gurte sollen an den Seiten nicht mehr als 10% eingerissen sein. Ja, dann müssen wir schauen nach sogenannten Sollbruchstellen. Alles das bewirkt, dass der Gurt, wenn er gespannt ist, im Prinzip reißen kann und nicht mehr lange hält. Dieser Gurt hat auf jeden Fall seine vollständige Ablegereife erreicht. Man kann hier schön sehen, wie stark er in Anspruch genommen wurde. Den müssten wir auf jeden Fall ablegen. Wir werden gleich auch zum sogenannten Festende kommen, der sogenannten Ratsche, die ich Ihnen in einem weiteren Video erkläre.